Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atlas. Hier mit dem Floki Hallo. an dem Weide, Oh. der sich irgendwo versteckt, und mir, dem Smitty. Wir sind hier noch zu Hause. Hat sich ja ein bisschen was getan hier. Zum Beispiel habe ich jetzt mein eigenes Beachhaus, weil irgendwer daneben so einen komischen Leuchtturm gebaut hat, ist der Wert gesunken und da will keiner mehr einziehen. So ist es. Da hat sich der Herr feine Floki da drüben, sieht man schon von hier, sich ein eigenes Häuschen gebaut. Ja. Wollen wir uns auch nochmal angucken. Weißt du, dabei ist das hier so schön ausgestattet. Es ist nichts drin. Also die Innenausstattung ist ein Traum, ehrlich. Ja, hier reicht auch ein Tisch mit drei Stühlen. Was ist denn mehr? Jetzt noch ein Grill dahin und dann reicht's, hast recht. Ja, eben, ne? Was willst du denn mehr? Dafür hast du einen großen Balkon hier oben. Ja, ne? Dafür hast du keinen abgesperrten Pool unten. Nicht zu viel Tamtam in meiner Bude rumstehen haben. Ein Bett oder so, wer braucht so einen Bitte. Scheiß? Und hier, ne? Pool komplett, Ah. komplett einmal zu. Da ist nichts drin. Kommt keiner rein. Mal ganz Ist in sogar Ruhe. eine Notausgangstür hier. Irgendwo. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich sehe nichts, aber Naja. irgendwo hier ist eine Tür, wo es rausgeht. Da hast du deine Ruhe. Aber naja. So ist das. So, dann zeige uns mal deine Butze, bitte. Naja, die ist noch im Bau. Naja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, natürlich, ich habe nur außen. Also Ach ja. ich hab's eigentlich genauso eingerichtet wie du bis jetzt. Finde ich gut. Selbstverständlich kleines Holzhütchen. Ich wollte mal ausprobieren, hier oben diese quasi schon diese Scheunentür. Hat ja auch nicht schlecht, so schräg. Finde ich eigentlich ganz cool. Da ist unser Leuchtturm, er leuchtet auch ein bisschen. Das stimmt. Und jetzt haben wir mal den Lever gebaut, den Hebel. Hat uns ganze 12 Gems gekostet. Und das führe ich jetzt mal vor. Das ist ja verrückt. Komm ich aber Ja, mit. weißt du, mach die Tür aber bitte zu, nicht, dass noch wer einbricht. Natürlich. Und was klaut von der Ja. von der ganzen Inneneinrichtung. Ja, stell dir mal vor, du kommst zurück und der Schrank ist weg. Da wäre ich tot traurig. Ja, siehst du. Ich habe immer einen Schrank. Ich brauche gar nicht, Hört ich werfe einfach alles am Fußboden. man. Praktischer ist das. So, du hebelst mal oder was? Ich hebel mal, du kannst es mal angucken da draußen. Wir tauschen Ah. dann gleich mal. So, dann hebel ich jetzt mal. Gib mir mal los. Hallo, das funktioniert ja richtig. Na, selbstverständlich, ne? Und wenn man jetzt rausguckt, ist hier alles schön beleuchtet. Die ganzen Lämpchen, das darfst du gerne auch nochmal hebeln, wenn du möchtest. Komm, ich mach's hier mal aus. Ja, und dann bitte wieder an. Ach so. Und das Gute ist, die Tür geht da auch gleich zu. Hören wir auch gleich, wenn er gehebelt hat. Weil man kann mit diesem Hebel alles verbinden mit demselben PIN-Code. Dann werden alle Lampen angeschaltet und alle Türen mit demselben PIN-Code ein- und aus oder auf und zu gemacht. Gedrückt halten bitte, ne? Ja, wunderbar. Da ist alles aus und die Tür ist zu. Ach so, ja, stimmt. Dann mach ich nochmal an. Mach nochmal bitte an. Und die Tür ist auch wieder offen. Ah ja. Die Korrekt. Testweise nur eine mit verbunden. Richtig, eine Testweise an, verbunden. Wenn man jetzt das Haus verlässt und vorher die Tür dann vor der Nase sich selber zumacht, ist, naja. Es war ja auch nur ein Test. Ja, Aber klar. deswegen ist eigentlich die Türen dabei zu haben immer ungünstig, weil du müsstest mehrere Hebel haben. Ja. Vielleicht müsstest du draußen noch einen haben, damit du es dann hier draußen einschalten könntest, dann würde es auch gehen. Ist schon ganz schön so, hier mit dem Leuchtturm. Ja. So, dann eigentlich wollen wir los, ne? Jetzt dann. Können wir, ja. Hat zwei neue Beete hier gemacht mit, was gibt's denn eigentlich? Beans und Chilis, aber es regnet hier ja mal wieder nicht, also solange wächst nichts. Weil du bist auf dem Schiff, nehme ich an. Ich bin schon auf dem Schiff, ja. Ist da genug zu essen hier oder soll ich noch was Ja, mitbringen? nö, ist alles Okay. da. Okay, ich würde mir vielleicht nochmal eben eine Schnitzel auf die Faust nehmen. Ach ja. Kann ja jetzt auch nicht schaden. Oder Den ist. Hafen ein bisschen ausgebaut, das Ganze. Was macht denn hier die verdammte Seagull eigentlich für komische Anstalten? Bitte wegfliegen, es ist mein Hafen. Dank. Sie Du hast ja hört. keine Anlegererlaubnis, sonst musst du bezahlen. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie viel Bargeld die so in der Tasche hat. Guck mal, warte, sag ich dir gleich. Sie hat 200, 229. Sie ist Alles da klar. aufgestiegen. Ja, habe ich gesehen. Schön gefilzt. Na gut, an dem Hafen kannst du nicht vorbeifahren, ne? Den siehst du.
Den siehst du jetzt hier mal. Auch schön, wie der Flug sich gewünscht hat. Längst vorne die Anlegestelle. Extra mit Bojen ausgerichtet hier. Der Move ist jetzt wieder in die Hose gegangen. So. So, dann lass uns mal lossegeln. Wir suchen mal wieder ein paar Verdammte. Ja. Habt ihr Gold in der Tasche? Dann können wir noch ein paar rekrutieren dann. Okay. Ich bleib da mal lieber auf dem Schiff. Stecken wir auch mal. Musst du die auf eine Nullleiste legen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Wow, was ist denn jetzt los? Warum ist denn hier so hell auf einmal? Ich hab eine Leuchtdings geschossen. Ach so, boah, was ist denn jetzt kaputt? Ich finde, er spielt ja wieder rum. Ja, aber ich finde es auch gut. Ja, finde ich schön. Vielleicht können wir uns, wenn wir nochmal verlaufen haben, mal eine abschießen. Finden uns dann mal wenigstens. Aber willst du mal das Rückwärtsfahren ausprobieren? Nein. Bitte. Einfach S drücken quasi, wenn du Dings bist. Tatsächlich, guck, wir fahren rückwärts. Das finde ich scheiße. Warum? Weil wir es die ganze Zeit nicht gewusst haben? Ja. Da hätten wir auch schön rückwärts einparken können, überall, ordnungsgemäß. Ja gut, hätten wir wahrscheinlich 20 Folgen weniger bis jetzt, weil es bewegen wir uns überhaupt noch? Ja, wir bewegen uns noch. Ja. Ganz langsam, aber es geht. Ja, danke für den Tipp, ne? Der uns netterweise geschrieben worden ist in den Kommentaren. Ist auch ja, ein bisschen peinlich, aber da hätte ich jetzt auch ehrlich nicht mit gerechnet. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ausprobieren hätte ich auch niemals gemacht, weil ne, mit dem Schiff rückwärts fahren, Gut, ich wollte mir ein bisschen Gold in der Tasche stecken. Auf geht's. Am Segel steht keiner, kann das sein? Doch, einer sitzt am Segel. Ja. Ach doch, es ist ja ein bisschen aufgegangen. Okay, habe ich nicht gesehen. Ich kille die Boje. Nein! Mit dem Arsch. Wie viel kosten die Heinis? 5 oder auch 10? 5, meine ich. Ich habe mir mal 10 in die Tasche gesteckt. Wenn nicht, gehe ich mal schnell vom Bord. So, wo ist denn unser Hafen? Da ist er. Wo müssen wir denn hin? Fahr einfach mal, oder? Also eigentlich wollen wir nach Norden wieder hoch. Wir müssen ja noch B1, C1 und C2 abklappern. Ja, das heißt rechts. Der Leuchtturm, Leuchtturm sieht gut aus bei Nacht. Jo. Ja, das stimmt voll. Ich gehe mal schnell nach oben, um es da nochmal zu sehen. Ist ja wie, wenn da eine Festivität stattfindet. So hell erleuchtet ist das Ganze. Ja, doch ganz gut. Hast du tagelang geschuftet, Tag und Nacht. Dreimal ertrunken, ich da runtertauchen musste, aber so ist das. Na, wollte ich doch gar nicht. Ja, fahren wir mal in die Richtung. Manchmal war ja schon ein Schiff. Gucken wir mal, ob wir eins finden. Die genau. Bojen gehen langsam weniger, aber der Leuchtturm leuchtet immer noch. Weißt du denn nur noch, wie das alles geht mit dem Klappen aufmachen und so? Nein, ihr werdet mich panisch aufschreien hören, wenn das so weit ist. Nein, es wird schon hinhauen, glaube ich. Naja, hoffen wir mal, dass es ein grünes ist, weil sonst... Sonst können wir unser Schiff begraben. Sonst können wir schon unser Schiff begraben und haben wir da wieder hier komplett gegen den Wind. Gegen den Wind. Leuchtturm ist immer noch zu sehen. Ja, wirklich sehr angenehm. Hast du die letzten Meter, weißt du genau, wo du hin musst? Ja, da ist schon eins. Oh, tatsächlich. Ja dann, ich komme mal wieder runter. Oh, warum sind da so... Achso, nee, die sind, das sind nur die nicht besetzten. Alles klar, ich hab's verstanden. Ja, wir versuchen mal unser Glück. Irgendwie... Ich komme mal schnell zum Weiler nach vorne an die Kanone. Die geladen? Ich komme gar nicht dran, warte. Ich glaube, die rechte Seite. Irgendwer schießt jetzt nicht. Nur vier... Ein Platz ist auch unbesetzt. Ich habe hier nur 4 besetzte Kanonen bei mir angezeigt. Komplett 4, oder was? Ja.
gucken. Wer hat denn jetzt geschossen? Ich. Achso. Na los, wir gehen auf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich stehe überall welche dran. Muss man die noch auf Angriff oder sowas? Wo willst du denn hin? Es hat uns gesehen, will abhauen? Ne, das glaube ich. Wie ich es im Visier habe, wird die ja abgefeuert, aber es dauert noch ein bisschen. Ja, weil wir natürlich gegen den Wind fahren, naja. Ja. Aber es kommt ja wahrscheinlich gleich auf uns zu. Ich denke auch. Haben wir genug Material zum Reparieren an Bord? Ja. Wird sich dann zeigen. Gut. Und back, left, right. Ein bisschen links fahren kannst du nicht, ne? Ne, dann fahre ich direkt gegen den Wind. Okay, also mit der Kanone komme ich nicht näher. Ja, wir müssen ja sowieso mal so längsseits drehen. Ja. Wir könnten gleich. Level 3 ist es. Level 3 ist ja unser Kaliber. Durch den Moor. Ich gehe mal runter und gehe mal mit an die Kanone, wo was geht. Ja, wir feuern. Aber nur langsam. Ah, jetzt geht's. Nicht getroffen. Weit weg? Wahrscheinlich, ja. Boah, der trifft uns natürlich. Natürlich. Ah, das sieht doch gut aus. Ich hab auch mal getroffen unten. Oh, wir sind aber eigentlich ganz gut, dabei? Dabei. So wendetechnisch. Oh, jetzt werden wir wohl einen draufkriegen. Oder? Nein, zu kurz, zu lappen. Zu kurz, zu lappen. Okay, da kann ich nicht schießen. Dann, Ja, Seite halt, ne? Oh, jo, der, das Alter. Wo sind wir gesessen jetzt? So hinten jetzt. Oh, schnell nach hinten. Schnell, 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 schnell. Nein, das war zu hoch. Nein. Oder? Ah, dann noch getroffen. Ein bisschen. Es fehlt noch ein Schuss. Oh, scheiße. Jetzt hab ich gerade gedreht. Aber naja, egal. Meinen Arsch wegkriegen hier. Da trifft, glaube ich, keiner von. nein. Wofür bezahlen wir die eigentlich? Ich weiß auch nicht. Oh, jetzt aber. Yay. Jawohl. Ey, ab ins Wasser. Anhalten, die Segel an, anhalten, einer. Anhalten, anhalten. Ich bin schon mal gesprungen, ne? Ich bleibe auf dem Schiff, also ihr könnt, wenn ihr wollt. Halt uns mal den Rücken frei. Vor den Haien und... Vielleicht können wir nochmal so einen Mörser draufbauen, wenn wir mal einen Bauplan kriegen. Wenn wir mal einen kriegen, ja. Muss jetzt allerdings auch mal... Diese. Achso, dann mache ich wieder auf, wenn du wieder zurückfahren willst. Nee, ich kann ja selber. Muss man erstmal drehen, kann ja wieder beides nicht gleichzeitig. Wo denn? Ach da, das Lilane da? Das Lilane, ja. Oh, das soll noch ein bisschen hin. Ja, ich bin gleich da. Erstmal muss ich die Leute hier retten. Muss ich erstmal Gold auf den letzten Slot ziehen. Ein, zwei kannst du ruhig nochmal mitbringen. Ja, zwei habe ich hier rum, Level 3. So, zum Kotzen hier. Achso, die brauchen ein bisschen mehr Gold. Oh. Jetzt los. 40. Die eine Planke hat nur noch 2600. Ja. Kannst du mal 80 Gold mitbringen, falls einer kommt? Weil, Komm. Die brauchen 40. Oh, die sind aber teuer, ja. Die Jungs. Warum denn so viel? Oh, die sind Level 3, vielleicht deswegen. Besser ausgebildet. Na super, was haben wir jetzt drin? Ein kleines, schmales Gewichtssegel hier. Ein Bauplan für Planken. Und 12 Gold. Richtig gelohnt. Ja, nicht so üppig. Jetzt habe ich 22 Gold, kann die immer noch keinen mitkaufen hier. Weißt du, ich kann doch hier auch saufen lassen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wohin. Eigentlich müsste er ja direkt in der Nähe sein hier jetzt schon, oder? Ja, genau. Ne, kann ich nicht, kann ich schießen. Ich sehe es nicht, ich sehe die Kiste auch nicht mehr leuchten. Ne, die ist mittlerweile auch schon weg. Ich bin direkt seitlich eigentlich von euch. Ja. Bisschen zurück. Ah, na komm, wir kommen fest auf uns zu, kann das sein? Ich bin eigentlich, dachte ich, ich wäre da. Nee, du musst noch ein bisschen geradeaus.
Bisschen rechts sogar noch. Ja, jetzt bist du auf guten Kurs. Jetzt brauchst du noch ein paar Minütchen. Ein paar Sekündchen brauchst du noch. Weiß nicht, ob ihr mich schon seht im Wasser hier vorne. Ja, nee. So weit weg seid ihr noch nicht. Seid ihr nicht mehr. Aber auch einen Seegang hier. Ah, jetzt. Genau. Jetzt könntest du eigentlich schon anhalten. Ja, das kannst du schon machen. Ich habe nur 22 Gold dabei, damit kann ich leider keinen von den beiden kaufen. Kauf sie. Weißt du, statt für sie auch, könnten sie auch einfach ertrinken lassen, ne? Ja. Nein, die beiden Herren wollen 40 Goldcoins haben. Ganz schön dreist. Ehrlich mal. So, ich hoffe, wir kommen hier auch wieder an Bord. Ja, ich bin. Also nichts Schönes in der Kiste. Ich habe gar nicht so richtig zugehört. Ich musste mich einfach konzentrieren. Ich sag's gleich nochmal an, wenn ich hier mal aus dem Wasser rauskomme. Mhm. So. Also, bekommen haben wir 12 Gold. Ja. Dann Bauplan für ein Common Small Weight Sail. Mhm. Und natürlich Small Woodship Deck und Large Woodship Deck Baupläne. Das ist ja blöd. Ja. Grob gesagt, ja. Für mehr hat's nicht gereicht. Wir haben gar keine Reparatur mehr an Bord, kann das sein? Doch. Ach so. Hast du was heile gemacht schon? Nö. Ja gut, warum auch, ne? Passiert ja nichts. So gerade nicht, ne? Nee. Smitty, was ist denn das jetzt? Sein Posten hier verlassen oder was? Welcher Posten denn? Was ist denn der los? Segel. Entschuldigung, dass ich gerade... kurz hier ein bisschen schwimmst und die Leute hier an Bord bringst. Ja, hier, Segel ist offen. Da. Da wird rotiert. So, was denn jetzt? Wollen wir nochmal ein bisschen Krieg oder wollen wir einfach Richtung Norden schippern? Ich glaube, wir schippern mal langsam jetzt Richtung Norden. Gucken uns nochmal die restlichen... Inseln an, wo wir noch nicht waren, oben. Richtig, ich würde sagen, wenn wir was Interessantes gefunden haben, melden wir uns wieder. Ja, würde ich auch sagen. Ich wollte es mal auf der Karte zeigen, aber es ist gerade so dunkel, man sieht gar nichts. Links kommt das Ship of the Damned. Ja, da kannst du dem weichen wir aber mal aus, oder? Dem könnten wir ausweichen. Das ist Level 4. Das ist, also wird wahrscheinlich vom Ergebnis nicht viel besser sein als das andere. Nee. Und wir müssen auch erstmal auf reparieren, wollte ich schon sagen. Ja, besser wäre. Ne? Bisschen renovieren. Genau, gut. Wir haben ja kein anständiges Ersatzschiff im Augenblick. Ein bisschen drauf aufpassen sollten wir schon noch. So sieht's aus. Nicht, dass so läuft wie mit unserer anderen. Wie war das mit der Galeone? 5 Meter gefahren und gleich schon fürs Sinken vorbereitet. Jo. Na gut. Ja. Dann machen wir erstmal Schluss. Oder wie sieht's aus? So sieht's aus. Genau, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Jo, Thumbs up. Bis denn. Bis denn. Ciao. Tschüss.